KFC hat Anstoß. In diesem Moment der Anpfiff zum fünften Spieltag der Oberliga. Niederrhein, KFC Uerdingen gegen TVD Velbert. Tabellen 14. gegen Tabellen 2. Immerhin ordentliches Oberligaspiel. Definitiv. Wir hinbekommen. Definitiv zwei disziplinierte Mannschaften. Jetzt gut durchgesetzt von Klein, zieht von rechts in den Fünfer. Querpass! Oh, und dann verpasst Torazidis freistehend am Fünfer. Klein war gerade auf der linken Seite. Schön den Ball reingerutscht, hätte auch schief gehen können. Da wäre eine rote Karte geworden, aber hat er gut abgegrätscht. Und dann klasse geholt von Unterl. Klein jetzt mit Tempo Richtung Strafraum unterwegs, lässt den ersten stehen, spielt nochmal quer. Turacini schießt nochmal aus 16 Meter. Mit links, mit knapp am Tor vorbei. Oh, Klein rennt in den Mann rein, obwohl er Platz genug hatte, vorbeizugehen. In der Vorwärtsbewegung Möglichkeit für Velbert, ist jetzt bei uns am Strafraum. Boah, Schuss Fußball. Und der ist auf dem Posten. So, ja, das ist es, ne? Dann reicht manchmal eine Aktion. Die erste und einzige Chance der Velberter in dieser Halbzeit, die war aber dick. Und dann darf der KFC verdient durchschnaufen. Hoffentlich kriegen wir das kräftemäßig in der zweiten Halbzeit geregelt. Oh. Ja, der hat natürlich ein gewisses Tempo mit Ball, das muss man sagen. Cheng Ajay macht immer wieder ein bisschen Alarm hier auf der linken Angriffsseite. Ui, und jetzt macht er richtig Alarm, steht alleine vor und deckt und verzieht mit großer Hektik. Den muss er machen. Hui, wer hat sich denn da den Ball abluchsen lassen? Gut, dass ich das nicht gesehen habe. Die Überzeugung kleiner werden lassen, dass man eigentlich gut im Spiel ist, dass man das Spiel gewinnen kann, dass man bis zur 40. Minute die deutlich bessere Mannschaft war. Vielleicht jetzt nochmal Schussmöglichkeit. Ja. Oh, sehr gut. Gut gespielt. Guter Schuss von Unter. Sehr gut. Unter macht ein gutes Spiel auf der 6 und schaltet sich jetzt auch öfter mal in den Angriff ein. Und oh ja, können wir den Abschlag schön früh abfangen. Die Gaetano Doppelpass, Möglichkeit zum Schuss. Ja, versucht's. Rutscht ihn leider über den Spann, geht ein paar Meter drüber. Das ist ein guter Junge, muss ich sagen. Mit Ball, unheimliches Tempo, unheimliche Qualität, super Ball, muss man sagen. Oh, und der Kopf verhindert das zweite Eigentor von Herzl in Folge hier in der Grotenburg. Schlösser versucht es wieder offensiv, nimmt rechts nochmal Klein mit, sind kurz vor der Eckfahne, im Hintergrund Abel mit viel Platz, kriegt jetzt den Ball, kann lange gucken, flanken, oh, Ritz und runter durch, Rotal nochmal aus dem Hintergrund, kriegt er den Ball nochmal mit, jetzt hat er einen schießt doch mal, 8 Zentimeter am langen Pfosten vorbei, da waren sich nicht einig, Torazidis und Odenthal, wer den aufs Tor bringt. Torazidis hat sich gedacht, komm, letzte Aktion, ich gehe dran, dann hat er ihn doch noch laufen lassen. Schumacher wird den Ball gleich in den Strafraum bringen. Nehme ich an, dass er es nicht direkt versuchen wird. Ja, an den Fünfer, Tor, nein, Kopf frei zum Kopfball. Der Axel Glowacki heißt er. Mit den Zuschauern ins Tor, alle stehen. Ball kommt zu kurz, geht nach hinten durch zu Abel. Wir schießen mal, abgefälscht, Nieber dazwischen. Kein Tor. Und jetzt macht der Torwart dann eine Show draus. Nein, er steht wieder auf. Nee. Sieht Talarski im Strafraum. Ja, das war auch kein Handspiel. Der pfeift da wohl jetzt nicht ab. Das ist ein bisschen früh. Der KFC Uerdingen trennt sich vom TVD Velbert. Unentschieden. 0:0. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war's das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.